Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freund, liebe Bruder, liebe Schwester, oh, was schön, dass wir dran sind. Jesus verspreit uns sehr viel. Und das Schöne ist, dass er sein Versprechen anhält hat. Oh, war das ja viel, was er uns versprechen hat. Hier von da bloß ein Ding in Offenbarung Kapitel 2, Vers 26. Da sagt Jesus, die waren der Schöll. Die in seinen Namen waren, was verletzt, gewonnen. Die Menschen, die er die Autorität geben, dass sie waren die Nationen regieren. Sei japanisch, hielt sich dort. Wir fehlen uns so klein, sie fehlen uns so schwach. Wir brücken jeden Tag die Schnur Gottes. Wir brücken jeden Tag die Vergebung. Ohne den Herrn können wir keine Stunde Licht stehen. Und doch, sagt der Herr, mit all seiner Schnur und all seiner Hilfe, wann wie mo entschieden sind, Beamte bleiben. Er wird uns der Straße, was wir Beamte sind, aber er wird uns auch eine Autorität geben. Ab einer anderen Stelle sagt die Bibel uns, du kannst mich beten, und ich werde dir die Nationen als Aufgabe geben. Ganzes Land. Ich werde dir das ganze Land geben als Aufgabe. Wenn du mich beten lässt. Hier sagt Jesus dann ein bisschen anders. Wenn du mit mir jetzt beten lässt, dann wirst du regieren über Nationen. Und viele Zuhörer würden vielleicht nicht denken, na, dort habe ich gar nicht fair. Aber was Gott mit dir fair hat, mit mir, dort weit wie noch nicht. Herr, mag unsere Uge ob. Dort wie eine Sechschrie für dort, wo du für uns für hast, wo du sitzt in der Zukunft. Von hier in ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre, wo du für hast mit uns leben, wo du uns hinführen wirst, dort wie eine deine große Macht, eine große Vision schrie, in Freilich von dort mit diesem Dach können. Dort beten wir in Jesus sie Namen. Amen. Bei dem nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.